Ciao, cari amici sportivi und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie zu NHL 19, meine Karriere mit dem Bozner Füchsen. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen spät bin mit der Veröffentlichung, weil ich habe heute, ich nehme am Sonntag wieder auf und ich hatte ein bisschen Besuch und jetzt hat sich das alles ein bisschen verschoben. Bitte verzeiht es mir. Ich hoffe, dass jetzt in der nächsten Zeit dann, also werden wieder regelmäßig kommen, aber ich habe es hochgeladen und vergessen dann einstellen, dass es gleich hochgeht und nicht nachher, dass ich es noch freigeben muss. Okay. Dann gehen wir es wieder um. In unserer letzten Folge haben wir ja gesehen, wir haben gegen die Linzer verloren. Gegen die Linzer Blackhawks. Wo ist mein Zettel? Wo ist mein Schwindelzettel? 16. Das Spiel ist auch nicht perfekt. Ich brauche meinen Schwindelzettel. Ich habe so viele Projekte, dass ich schon immer weiß, was ich wo gemacht habe. Jawohl. Wir haben das letzte Mal gegen die Black Wings leider verloren. Heute probieren wir gegen ein KAC zu gewinnen. Wir spielen und wir spielen zu Hause. Ja, das letzte Mal haben wir zu Hause gespielt, obwohl dass wir eigentlich auswärts spielen hätten sollten. Entweder habe ich das versehentlich umgestellt oder ich weiß es nicht, warum, dass das so gewesen ist. Kann schon sein, dass ich auch was verdruckt habe. Dann probieren wir, dass wir heute wieder mal ein bisschen aufkommen und dass wir mal ein paar Tore schießen. So how do you think they feel? Well, I have to feel pretty good, Doc, because you get points, doesn't matter how you get them. Look, at the end of the day, the shootout is a skills comp. Die amerikanischen Moderatoren brauchen wir jetzt eigentlich nicht in Südtirol. Let's see if anybody can light them. Schauen wir mal. Jawohl, Bulli haben wir schon mal. Ah, hätte sie ausgekriegt. Irgendwann geht er rein. Das Tor ein bisschen verteidigen. Ah, wie jetzt langsam gewesen. Entschuldigung, das Teilchen. Ja, Bein stehen für Bozen. Hoppala. Habe ich schnell drauf, ich wollte ja sehen, wie er sehen, wer das ist. In a scoreless game, their power play can now get them on the board and give them a lead. Abfanger. Ah, so können wir nicht kriegen. Carries it on in from center. Shoot. KAC hat zuerst die Tour. Ah ja, hast du anstrengen, erstes Drittel, 1 zu 0, es ist noch alles möglich. Es ist noch alles möglich. Ich werde jetzt ein bisschen vorausproduzieren, dadurch, dass ich eben nächstes Wochenende nicht da bin und auf Schulung bin, muss ich jetzt ein bisschen vorausproduzieren. Die, was meine Karriere mit den Red Bulls ansehen, die wissen ja, warum, dass ich dann nicht, ja gut, ich muss ja halt auch sagen, ich bin in Skileiten und habe Schulung für meinen Trainerschein, weil ich einen Basic Instructor was mache, weil die Leute, was mir erkennen, wissen, ich komme aus dem Kickboxen, habe Wettkämpfe gemacht und möchte jetzt gerne ein bisschen auf Trainer, ein bisschen, möchte gerne auf Trainer umschulen. Und ja, coachen du ja halt. Wenn es geht, wenn wir auf die Turniere sind, so ein bisschen mein Erfahrungsschatz weiterzugeben. Versuche genauso ein guter Coach zu werden, wie mein Trainer ist.
Ich begrüße auch hier wieder meine Nummer 1 in der Abo-Fan-Kurve an Raphael. Und ich begrüße auch in der Zuschauer an Christian. Und ja, ich hab's, wer das Eishockey-Video von mir schon gesehen hat, von Red Bull, vom heutigen Tag, weil ich da schon die Frage gestellt habe, aber es könnte sich auch eh entscheiden, für die Apo-Liga suchen die nur zwei Teams. Und die können nicht recht entscheiden, oder der Erik kann nicht so recht entscheiden, welche zwei Teams, dass wir dazu nehmen sollten. Also Bozen ist bei der zweiten Saison der Apo-Liga definitiv fix dabei, also die sind fix dabei. Aber jetzt, dass wir wieder auf 12 Mannschaften kommen, fehlen uns einfach nur zwei Teams. Jetzt seid ihr es gefragt. Schreibt mir mal zwei Teams rein, die was ich sehen wollt in der Apo-Liga. Ist egal. NHL, EBL, DL, egal. Kein AHL sei, weil die Most Wanted Warriors, die sind nämlich draußen. Und bei letzter Saison ja auch Straubingen aus der Nummer und wir haben uns ja von Dynamo Berlin und von den Hellriders her verabschieden müssen. Jetzt sind da ein paar Plätze eben frei geworden. Und deswegen suchen wir jetzt halt sozusagen neue Aufsteiger für die Liga. Da wo sie sagt, hey. Die Mannschaft da die gerne in der Apo-Liga sehen, weil die könnte sein, dass die zweiter Apo-Meister werden. Takes it to the corner. Really good cut of the pass. Breaks away. Comes up big on the breakaway. Right to the point. The clock has bled down to the last minute. Oh, Pocheck saved one there. Driving in from no man's land. That puck struck him in front. Fires. First period has been played. An interesting start to all of this. Continuation. Jetzt hast du einmal durchschnaufen und dann wieder angreifen. Klagenfurt's one goal lead was gathered in late in the period. See if they build on it when the second period starts after this. So, ich muss kurz schnell. Jetzt tut mir leid, aber ich habe jetzt gerade eine kurze Nachricht gekriegt. Ich muss da kurz schnell, dass mir das verzeihen. Ich muss jetzt da schauen. Ah, okay. Passt. Entschuldigung, aber es ist immer so, wenn ich Videos aufnehme, es wird dann immer gleich einmal losgeschrieben und dann vibriert mein Handy neben mir, deswegen muss ich das aber ausstellen. Ich vergiss das immer. And the second period has gotten started. Eddie Olczyk, Ray Ferraro and I'm Mike M. Slides it to the point. Hoppala! Und die Torwart hingegen einweg. Jetzt müssen wir schauen, wir liegen 1-0 hinten. Wir müssen schauen, was wir das ein bisschen ausgleichen. Dass wir wieder ein bisschen führig kommen in der Tabelle.
Damit wir ein bisschen Führung kommen, dass wir dann Chancen haben. Right along the blue line. Ja, der KAC macht ganz gut zu. Forcing attention in deep. Great opportunity from point blank. And that whistle will give them relief for the moment. I'd like to say that the shooter was shooting for a rebound. At least I hope he was, because that shot had no chance of going in. Just under 4 minutes play. Only one goal hanging on the board so far. So it's 1-0. Bullis schaut schon mal gut aus. Wo sind die Bullis ausgeschlossen? Free puck off a defender. That roadblock was set up. Nice play with the stick. Nothing more will come. Carried through center ice. Good interception. Ah, fangen wir an. Klagenfurt's forced another turnover in this very close game. Hätte doch nicht jetzt wieder. Nein. Jetzt spielt so oder mehr. So denkt man nicht. Wir denken positiv. Wir gewinnen. Das Ding. Can start the attack going in the zone. Brings a shot. Point blank save. Glove save, trapper save, doesn't matter, Doc. That was great. Wir gewinnen das Ding. Klagenfurt's in the neutral zone along the wing. Great move in the slot. That's terrific work with the pad. Tripped up on the play and there will be a penalty. Verzögerungsstrafe. He's got great stick positioning. Stick is on the ice, but unfortunately takes the skates out from under him. Anything you do once, you can do twice. Let's see if that applies to this particular power play. Das ist gerade die ganz normale Einstellung. Also, das ist wirklich so fein eingestellt. When you have a little success, you feel like you can do it again. That's what they should feel after they've already pocketed one power play goal. Ja, na, aha. Klagenfurt's along the wing at center ice. Oh, broke it up. Takes it up that side. Goes back deep for it. And he's tripped and there'll be a penalty. Ja, Verzögerungsstrafe, Pfosten. Flings it. Whistle blown, placed up. Beigestellt. Ist schon klar. Will hand out a penalty. Ah, so geschildert schon. Mein HP, was ist mit dir jetzt los? Magst du jetzt nicht nervös sein, Gott, dass du aus dem Lied liegst. This 5-on-3 power play has to be careful that they don't get lulled into a sense of security here. Nein, ist kein Tor, ist kein Tor, ist kein Tor. Klagenfurt Athletic Club is not going to like this call, but really, when you take a look at the replay, that's goalie interference. Puh, haben wir Schwenk gehabt. A face-off win, let's see what develops. Brings it in for an attack. Shot, wonderful save, he was hovering right over it. Now that's a solid save. Ich würde ihn jetzt unter zwei Tor schießen. He throws it there, save there. Klagenfurt ist gut, gegen Klagenfurt wird schwer. Clean win on the draw. Klagenfurt's making their way through center ice. Let's it go. Score! Mann, was ist los mit meinem Torwart? Just over 9 minutes to go in the second period. And so they build a lead of 2. They win the draw and will now set up an attack. Takes it from the boards and looks on. 59 seconds. Points it.
He works it along with a pass off the boards. Took that away in his own zone. Jetzt liegen wir schon 2-0 hinten, das ist daheim. Let's it go. Turned away with the stick. Heads along the boards. Slot shot. That shot came from right in front. A quick developing play right in front. Almost looks like he's too close to the goaltender. Great pass ahead. Leads that charge into the zone. Klagenfurt's partly successful on that long power play with one goal. Well, they had some success earlier in the game, guys. The power play there wasn't very good. They had a little bit of trouble getting into the zone, certainly trouble getting pucks to the front of the net. Great save, point blank. Wide with the shot. Campbell shaking his head, so am I. Shot that one wide. Really quick grab. Out to the point. They're getting all organized now. He missed the net. Setting it up. It's only a matter of time. Lifts one. Oh, what a terrific save in close. Poked away. Blocked. Collected in the corner. Possession in the zone. Lets it go from close in. Ah, verdammt, das. Der Goalie hebt her, leck mich am Arsch. Shoots. Oh, big rebound here. Got that pass toward open. Jetzt hat die Nummer 18, Nummer 18. Right out front. Terrific opportunity. Off the mark. Ja, ich hab's bei den anderen Videos schon gesagt, ich bin beim Überlegen, ob ich den Franchise-Mode auch machen muss. Gibt auch wohl viel Zeit davon, dass der beansprucht. Oh, das war schon uns gewesen, nicht benutzen können. Ja. Ihr könnt mal bei dem Video in die Kommentare reinschreiben, was davon hältst, ob es dann die Hauptmannschaft sehen möchte oder die Hauptmannschaft und die kleine Mannschaft sehen möchte. Das würde mich interessieren, wenn ich so ein Projekt mache. Ich werde halt dann da so also 3-4 Folgen vorproduzieren, wenn ich es mache. Solid face-off win. Da sie. That's two periods in the books. One more to go. But a rest comes first. Dann werde ich halt auch 3-4 Folgen vorproduzieren. Damit das eben das zeitlich dann begrenzt. Also ich schätze dann einmal so. Woche oder sowas weiter, Anfang August ist, dass ich dann anfange kurz zu produzieren. Wir schauen, wie es eben mit der Zeit aus ist bei mir. Nein, ich habe meine anderen Projekte ja auch noch, die was auf Ski langsam auch, so wie bei Far Cry zum Abschluss kommen. Vielleicht tausche ich dann Far Cry gegen mal so ein Eishockey-Video aus. What a move on that one with the stick. Vielleicht kommt er statt Far Cry nach dem Oktober, kommt wir Fallout 76 aus. Vielleicht mach ich ja das dann mit meinem Bruder. Using the point, he's got it. A shot. Oh, what a chance there denied. The pad flexed out. A little under 4 minutes. Vielleicht machen wir einen Assassin. Ich weiß nicht, ob ein neuer Assassin eine Multiplayer-Funktion hat. Sind wir auch schon beim Überlegen, oder es kommt als Red Dead Revenge aus. Es war auch so eine Überlegung wert, was vielleicht, dass ich jetzt playen darf. Damit, dass man ich weiß, dass ich zwar Sportspiele auf meinem Kanal habe, aber. Dass wir mal was anderes auch haben. Jawohl! Wenigstens ein Tor. Jetzt ist noch alles möglich. Man liegt gerade ein Tor noch hinten. Ja, wenn der erste Schnee fällt, werde ich vielleicht sogar einmal mit einem Spiel live gehen. Weiß ich aber noch nicht. Bin ja beim Überlegen.
Das ist jetzt das erste Video, wo ich das so sage. Clark's had some chances in this game. He finally scores on the backhand. Weil da habe ich schon ein gewisses Spiel im Kopf. Looked like he was guessing a little bit there, Edzo, as he drops into the butterfly position. Not enough of the net covered. Face-off win, and now what will they do with it? Number 7, Matt Clark. Gains the zone. 51. Taken over again. Muss man gerade schauen, dass man da noch, dass man wenigstens in die Overtime kamert. Das war doch nicht zum Schaffen. Mir war ja lieber dann der Sieger auch noch. In deep trying to score. That's a marvelous save. What a great scoring chance in the slot, but the goalie got on top of that in a hurry. Great glove save. Mir war der Sieger auch gerecht. Ohne Overtime für mich. Defensive zone win. Klagenfurt's lugged it back into their own end. The stick can break up a play, and it just did. Tries to get it on net. Gave him a good shot, but a great pad answer there. Trying to fight his way to the front. Ich versuche es, dass ich nur das eine ausgleichende Tor schieße. Just one of the best goaltending performances you're ever gonna see. He has had traffic all through the night. He has had rebounds to deal with. Aber der Torhüter hebt heute her von Klagenfurt. Can't ask for much more than what we're seeing right here. He has been spectacular in goal tonight. Absolutely, Ray. Thank you. Over 9 minutes still left, third period. With the scoring of that goal, they're back to within one. So maybe they can tie this thing up. Many yards gained, but Campbell. Ah, that's a good quick poke check there. Looking from behind the net. He's got that point pass. Great chance here. Klagenfurt's got it in their own end, hoping for center. 6 Minuten sind es noch. Klagenfurt's möglicherweise da einen Ausgleichstreffer schießt. Got it all. This game has been tightly contested the entire way. I can't see either team stretching this out at this point. A close finish is at hand. Wonderful work in close and a brilliant save. You gotta think that's a game-changing save there. Ausgleichstreffer. And he motors on through the neutral zone. Pass to the slot. Das war knapp. And ring more bells on that one, one after another. Punched away. Geht wieder keiner zur Hilfe an dem Puck, ist ja klar. Tripped up on the play and there will be a penalty. Verzögerungsstrafe für Bootsen, ist klar. Nicely received at the point. And the goalie to the bench, the extra man's on. Jetzt könnten sie sich am Puck, die Schweine. Dass sie als Ausgleich die Tor schießt. Warum macht mein Goalie so einen Fehler? Dann hätten wir jetzt wenigstens einmal in die Overtime bekommen. A power play has confidence when it has struck. This one has, but at this point in the game, it needs to do it again. Time of the penalty, 19 minutes, 10 seconds. He's in on an onside play. Shot, glanced off the post. When you're trailing, you need some bounces. You need a few things to go right for you to get back into the game. That's an excellent chance that gets the wrong side of the post. And he holds on, and the whistle stops play. There is a game plan for this if you win it. If you win it, you've got a chance. Otherwise, no luck. Let's see. A clutch win of the face-off there. Picked up. Good. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Verdammt, haben wir schon wieder verloren. Klagenfurt's gliding in the neutral zone. Jetzt hat die Saison so vielversprechend gut gemacht. Wir putzen. He chipped that one off the boards and ahead. Nice play with the stick. Nothing more will come. Leider, liebe Putzner, habe ich es nicht geschafft.
So this was a close game that resulted in leider, liebe Bozen, habe ich es nicht geschafft. What thoughts do you have? Mehr, mehr ernsthaftes Wörtchen mit meinem Torwart drin. Terrific contest. Two teams gave their very best. See you next time. Schauen wir mal. Einen Bozner haben wir inne. Bei den drei Stars. Strafminute Nummer 8. Beim KAC haben wir gar keine. 24 Schüsse zu 17. Ja. Statistik. Und ja. Trainerfeedback. Ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Die Farben sprechen für sich. Dann schließen wir an. Dann darf man bis zu dem Tag nach vorne simulieren. Topstorger ist Daniel Frank. Hat vier Spiele, drei Tore, drei Punkte. Wir sind auf dem 9. Platz angerutscht. Wir gehen rein in die Tabelle, auch wie wir es auch bei der DEL-Saison haben. Wir sehen, wir sind auf Platz 9. Wir haben vier Spiele und wir haben fünf Punkte. Letzter sind wir mal nicht. Was ist denn letzter? Letzter ist Graz. Okay. Letzter ist Graz. Wir sind sieben Punkte hinter den ersten. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt dann für das Sonntagsspiel. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Das Projekt gefällt euch. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar. Dann wünsche ich euch nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann das ist, mein Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht. Wir sind in den Farben getrennt, aber wir sind in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut. Aber vor und nach dem Spiel sind wir doch alles Sportsfreunde und können ja ganz normal über das Eishockey reden. Also bis dann, euer HB, bleibt mir gewogen, Servus!